Und dann gab es aber ein Problem mit den Fotos. Was war da los? Die Fotografin ist abgesprungen, kurzzeitig. Kurz vor der Hochzeit? Kurz vor der Hochzeit. Hat einfach angerufen und gesagt, auch Leute, nö, die Heidi Klum heiratet. Ja, angerufen, abgesagt, tut ihr sehr leid. Und ja. Das war ein Drama für euch wahrscheinlich, oder? Ja. Total, ja. Wie habt ihr es gelöst dann? Ja, durch eine Freundin, die hat dann mit einer Kamera Fotos gemacht, Handybilder, aber leider ist halt nichts. Verstehe. Jetzt sind eure ersten Hochzeitsfotos ins Wasser gefallen. Die sehen ja auch wieder. Ich denke, ist schon mal wasserfest. Das steht schon mal fest. Aber guck mal, sprech mal mit dem Mann, der das hier alles macht. Konstantin Killer, guten Morgen. Jawohl, guten Morgen. Ich meine, du weißt ja, was du machst. Du bist Unterwasserfotograf. Sicher. Super. Also es wird alles Bombe, oder? Das wird funktionieren. Okay. Gibt es was, worauf die beiden achten müssen? Ihr könnt ruhig schon runtergehen langsam. Ja. Worauf müssen die beiden achten? Und dann gehen wir runter und das funktioniert ja nicht. Okay. Unter Wasser. Das heißt, die normale Wolle, sie sollen ausatmen. Kannst du mal wirken, schön lächeln. Im Prinzip, das war die Kunst. Okay, also jetzt wird hier die Braut zum Wasser gelassen. Es ist bestimmt ein komisches Gefühl, mit diesem Kleid das jetzt so nass zu machen, da im Pool. Aber das gehört zum Unterwasserfoto natürlich dazu. Und wie geht's? Alles gut? Alles gut. Kevin, alles klar bei dir? Alles super. Der Anzug kriegt ja wahrscheinlich ein Mordsgewicht, Gewicht, wenn er erstmal nass ist. Ja, merkt man schon, ja. Okay, also ich sehe schon, ihr taucht jetzt unter. Die Kamera ist jetzt auch da. Auf die Kamera schauen. Okay, so, komm, komm mal zu. Schau dir das an. Ein Traum. Ist das nicht schön? Ich würde so gerne meine Hochzeitsbilder nochmal neu machen, wenn ich das. Also, der Pool steht, Wolfram. Ich meine, wenn deine Frau mal. Guck mal, die geht. Das sieht schon schön aus. Und wir stellen fest, die Braut hat mehr Luft als der Bräutigam. Ja. Sehr gut. Ist natürlich schon diese Zeit, nicht? Sehr gut. Ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal machen. Unbedingt. Und dann schauen wir uns später alle zusammen. Okay, ganz an. Ihr beiden viel Glück und ihr seht schon ganz gut aus. Jetzt sind wir schon auf die Bilder gehört. In Stadt können wir Ihnen zeigen, Celina und Kevin holen dort ihre missglückten Hochzeitsfotos nach, und zwar unter Wasser. Und Bernd, das ist dir ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Heute ist der Pool geheizt. Ja. Für Gäste tun wir alles. Genau. Und Wettermänner dürfen bei 16 Grad. Gestern ist Bernd ja eigentlich, die sie einspielen können. Auch guck mal da. Unter Wasser, das sieht ja wirklich toll aus. Wenn so ein Kleid fliegt, natürlich ganz anders so im Wasser, ne? Total, ist ein Wahnsinn, ja. Und die Braut ist auch leichter, oder? Hallo, Vorteile. Das ist der Wahnsinn, muss ich sagen. Super. Wirklich toll. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Vorher hätte ich niemals gedacht. Es sieht wirklich super aus. Das ist echt cool, ne? Ist das da eine Luftblase oder was? Ja. Ich kann es gar nicht erkennen. Habt ihr die extra gemacht oder kommt das so? Das kommt einfach. Ehrlich? Das kommt, ja. Das hat man extra abgesprochen, natürlich. Toll. Das heißt, bei der Taufe eures ersten Kindes muss es auch direkt mit unter Wasser passieren.